man von Coca-Cola Cola trinken oder im Allgemeinen Cola trinken als Muslime? Darf man Fanta trinken, darf man Wasser trinken, darf man Äpfel essen, darf man Brot essen, darf man... Das ist erlaubt. Derjenige, der dir sagt, Cola trinken ist verboten, ist ein Dummkopf. Und dann fragst du ihn ja, warum. Ja, das, wenn du das umgekehrt liest, dann steht da La Mekka, La Muhammad. Da, na, kein Mekka und kein Muhammad. Deswegen darf man keine Cola trinken. Weil er sagt dir, das ist von den Juden gemacht. Das ist von den Juden gemacht, darfst du nicht essen. Der Prophet Sallallahu hat bei Juden gegessen. Ist das jetzt verboten, bei Juden zu essen? Der Prophet hat selber bei Juden gegessen. Also völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn, ist nicht haram. Guck mal, anders. Es gibt eine Regel. Merk dir diese Regel, mein lieber Bruder, für dein Leben. Alles hier in der Dunya ist erlaubt. An Essen, Trinken, Gewohnheit und so weiter. Es sei denn, man hat einen Beweis aus dem Koran und der Sunna, dass es verboten ist. Verstanden? Das heißt, wenn du eine Cola trinkst und jemand sagt dir, haram, dann sagst du, warte mal, der Abu Rumais hat mir mal erzählt, dass alles erlaubt ist in dieser Dunya, außer wofür es einen Beweis gibt von Koran und Sunnah. Ah, Bruder, barakallahu fik, hast du einen Beweis aus dem Koran, dass Cola trinken verboten ist? Nö. Hast du einen Beweis aus der Sunnah des Propheten, dass Cola verboten ist? Nein. Also, ja, Blödsinn. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً